Seid gegrüßt, meine lieben tapferen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Wir sind immer noch in der Höhle und dann wird eingeblendet, dass die Tia Aurora gerade Counter-Strike spielt. Viel Spaß, Tia. ich mach mal Licht. Zack. Es geht noch tiefer nach unten. Wir hatten es schon befürchtet. Da oben ist auch noch so eine schmale Höhle. Ich nehme jetzt wieder, ist wieder eine neue Aufnahme. Und heute ist Sonntag und eben gerade habe ich im Rising World Forum vernommen, dass es demnächst, also es gibt einen Ausblick auf die neuen Biome und das ist natürlich ganz grandios. Oh, es geht immer noch tiefer nach unten, genial. Ganz grandios, ich habe Fotos gesehen, ihr könnt mal auf die Seite, die werde ich mal unten in der Videobeschreibung verlinken, auf die Seite gehen von Rising World und da werdet ihr tatsächlich sehen, dass es neue, da ein paar Bilder von neuen Biomen gibt. Da geht ihr am besten im Forum ganz runter auf News und Ankündigungen auf Deutsch. Und da schreiben die Jungs dann immer so ein bisschen was kommen wird eventuell. Und da habe ich dann auch die Bilder gefunden. Man sieht Elefanten in einer Savanne. Und im Hintergrund sieht man sogar eine Giraffe. Giraffe. Und steht auch dort, dass auch Raubtiere geplant sind, wie Löwen zum Beispiel. Und das macht das Ganze natürlich richtig interessant. Also es bleibt realistisch, Rising World, das finde ich gut. Hebt sich damit so ein bisschen ab von anderen Spielen, die dann irgendwelche Mutanten oder sonst was einführen. Das gibt es ja alles nicht, bisher noch nicht. Weiß ja nicht, wohin es mal geht, das Spiel. Kohle haben wir ohne Ende, ne? Also zumindest gefunden bisher. Aber andere Erze, Gold haben wir ja auch schon gefunden. Ich gucke gleich mal in die Liste rein. Ja, und es gibt noch eine Eislandschaft zu sehen, auch in diesen Screenshots, die da gemacht wurden von den Entwicklern. Und da sieht man tatsächlich ein paar Pinguine. Sehr cool, Pinguine. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass eventuell Eisbären und Robben und sowas, alles was in einem Winterbiom ist, also so eine Schneelandschaft. Ja, das erwartet uns in nächster Zeit. Es gibt neue Biome. Und mal sehen, was sonst noch alles kommt. Also es kann eigentlich noch ein bisschen dauern, haben sie auch geschrieben. Eventuell sogar Mitte September, November, keine Ahnung, irgendeiner von diesen lustigen Monaten. Also es dauert noch ein bisschen, wir können uns also Zeit lassen hier mit unserer Suche nach den Elenerzen, die wir noch ein bisschen weiterführen müssten. Ich glaube, der Serlow war es, der geschrieben hatte, ach Mensch, reicht doch eigentlich hin, geh doch jetzt wieder zurück. Nee, jetzt sind wir so tief unten, lieber Serlow, jetzt müssen wir weitergehen. Jetzt müssen wir unbedingt weitergehen und nach weiteren Rohstoffen suchen. Dann haben wir auch genug. Ich guck mal, ob wir überhaupt noch was einsammeln können. Es wird langsam enge mit der Einsammelei, ne? Ja. Es könnte langsam eng werden. Müssen wir uns mal besser organisieren. Ich glaube, ich schmeiß mal eine Melone weg. Warte mal, wenn ich die da runterschmeiße, will ich mal ausprobieren gerade. Ich schmeiß nochmal eine Melone weg. Nein. Stein haben wir schon eine Menge. Was ist das jetzt hier? Eisen wahrscheinlich, ne? Wir gucken gleich nochmal ins Inventar rein. Ich habe da jetzt nur so flüchtig drauf geguckt. Nicht, dass wir hier gar nichts mehr einsammeln können. Das wäre total dämlich, nämlich. Kupfererz, Eisenerz haben wir ohne Ende, Steine haben wir ohne Ende und hier ist noch ein Platz frei. Und diesen einen Platz, den werden wir uns jetzt mal hier hinlegen, damit wir sehen, ob wir noch was einsammeln können. Weil Steine, kann sein, dass wir Steine irgendwann mal wegtun müssen. Wäre natürlich eigentlich schade, denn Steine brauchen wir auch zum Bauen, das wisst ihr ja. Okay, das sind aber jetzt hauptsächlich Steine, was hier noch rauskommt. Ich gehe jetzt hier nochmal diesen kleinen Abstecher hier runter. Ja, unten habe ich nämlich auch noch was leuchten sehen. Das könnte Gold sein. Yes, Gold. Wir haben Gold gefunden. Wir haben, warte mal. Hier haben wir Wolfram, Eisen. Dann haben wir hier Golderz und Stein. Oh, haben wir denn überhaupt den... Haben wir das überhaupt eingesammelt vorhin, was wir da abgebaut haben? Das blaue, ja, hier. 64 Kobolderz. Wir müssen echt aufpassen auf unser Inventar. Gold haben wir jetzt momentan. Wolfram, hier ist Gold. 60. Da können wir tatsächlich nur noch... Ich glaube, wir müssen gleich noch eine Melone weg essen. Wir essen die weg, ne? Das ist am sinnvollsten. Wenn die einfach wegfuttern. Man kann ja auch noch essen, wenn man satt ist. Ist auch nicht schlecht. Machen wir gleich mal, damit wir hier das Gold nicht vergolden. Haha, vergülden. Hier oben die Melone, die hauen wir uns jetzt mal rein. Und da fängt er schon an, neues Gold zu sammeln. Seht ihr da, hier auf dem Slot, so sieht's aus. Und Gold ist ja total wichtig momentan noch für die Blaupausen auch. Ich hau die mal alle weg. 3, 2, 1. Oh Gott, bin ich voll gefressen von dem ganzen Melonenkrams.
Wir müssen dann nur rechtzeitig zurückgehen, das ist wichtig. So, das nehme ich auch noch mit. Da können auch noch Spuren von Gold enthalten sein. Wahrscheinlich. Oder es färbt nur so ein bisschen ab auf den Stein. Ich weiß es nicht genau. Er wusste es nicht genau. Ja, wir gehen natürlich noch weiter. Noch tiefer, wenn es geht, irgendwie. Hier ist so ein kleiner Seitengang. Ja, hier waren wir eben. Und hier geht es noch weiter runter. Da haben wir unsere Melone hingeworfen. So eine Melone kann auch eine Art Wegweiser sein. Ah, genial. Hier geht es noch tiefer runter. Allerdings ist hier dann Ende. Okay. Kohle nehmen wir auch mit. Kohle ist mit Abstand das am meisten vorkommende, ja, kann man zu Kohle Erz sagen? Die am meisten vorkommende Gesteinssorte oder, ja, Ressource in den Höhlen, könnte man sagen, ja. Die letzte Folge war, glaube ich, sehr, sehr kurz, ne? Da entschuldige ich mich auch nochmal für. Und da unten ist noch mehr Gold. Yeah! Wir haben unglaublich viel Gold gefunden in dieser Höhle. Das ist gut, ey. Das können wir so gut gebrauchen für unsere Baupläne. Da können wir unsere Mauer, unseren Schutzwall sozusagen, den können wir noch sehr viel weitermachen. Das nehmen wir alles mit hier. Und dann guck mal, ich will unbedingt bis ganz unten hinkommen. Ich weiß aber nicht, ob das in dieser Höhle überhaupt machbar ist. Da ist noch so ein bisschen was. Ja, also es kommt ein Biom-Update auf uns zu und es sind erste Bilder erschienen. Von Elefanten, von Giraffen, von Pinguins auch genannt. Oh, ich fliege hier mal kurz hoch. Uhr. 2F3, da kriegt man die ganze Information eingeblendet. So. Hier waren wir schon. Müssen wir mal sehen. Es gibt bestimmt noch weitere Möglichkeiten, nach unten zu kommen. In dieser wunderschönen Höhle hier. Da unten waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Gehen wir schnell mal runterrennen. Hier geht's auch noch überall lang, aber nicht mehr. Ah, hier ist noch ein Schacht. Nee, schade. Hier geht ein Schacht nach oben. Da können wir noch mal lang. Moment, müssen wir wieder das Jetpack einschalten. Wir machen es ja jetzt hier auf die Schnelle. Auf die schnelle Methode. Ja, hier nochmal lang. Okay, Jetpack wieder aus. Wollen es nicht übertreiben. Wir müssen uns unseren Treibstoff auch einteilen. Hier, nee, kein Schacht nach unten. Okay. Ups. Wir sind schon verdammt tief. Aber ich will gerne noch tiefer. Sieht aus, wenn wir hier schon überall gebuddelt haben, ne? Ich würde gerne noch tiefer runtergehen. Bis an den Grund der Erde. Aber die Frage ist halt, hier sieht es echt so aus, als wenn wir hier überall schon gebuddelt haben. Ja, gehen wir mal wieder zurück. Ja, ich möchte halt rausfinden, wie der Grund der Erde aussieht und ob wir da Mithril finden. Das ist das letzte Metall, was wir jetzt noch nicht haben, glaube ich. Wenn euch noch welche einfallen, die noch fehlen. Also wir haben Aluminium, wir haben Wolframerz, wir haben Kobalt. Wir haben ganz viel, hier, das ist keine Höhle, ne? Könnten da oben noch mal lang gehen, da waren wir ganz bestimmt noch nicht. Ja, versuchen wir es einfach mal. Jetpack an und dann fliegen wir kurz hier rüber. Das ist auch nur so ein kleiner Seitengang. Kleiner Seitengang. Lalalala. Der uns bis hier oben zu der Kohle führt. Naja, gut, nehmen wir auch mit. Also, ich bin sehr gespannt. Vor allem auf die Pinguine und auf die, keine Ahnung, vielleicht kommen auch Eisbären. Mammuts? Nein. Das wäre ja wieder, außergewöhnlich fantastisch, wenn es Mammuts gäbe. Okay, mal hier nochmal runter. Ich glaube, hier waren wir auch schon. Oh, da unten waren wir noch nicht. Da unten geht es noch weiter. Okay, hier kann ich mich lang drücken an der Seite. Uiuiuiui. Jetzt sind wir wirklich ganz schön weit unten schon. Wow. Komme ich da so rüber? Mit dem Jetpack lieber, ne? F2. Fliegen wir hier mal hin. Können wir hier drauf landen? Ja, aber wir wollen es ja bestimmt wegschlagen, oder? F2. Inventar ist wieder relativ voll. Ich werfe nochmal eine Melone weg. Ach, guck mal, die rollt jetzt da runter. Genial. Mal sehen, ob wir die hier da unten rollt. Seht ihr so? Ob wir die da unten wiederfinden. Da bin ich mal gespannt. Ohaha, das dachte ich mir. Nicht, dass wir hier abstürzen und tot sind. Ey, jetzt wo wir so viel gefunden haben, das wäre echt bitter. Das wollen wir, dieses Risiko wollen wir nicht eingehen. Hier krabbelt eben eine Fliege, eine Mücke auf meinem Monitor rum und ich denke, was ist das denn? Was bewegt sich da unten? Ratten? Nein, ist nur eine Fliege. F2. Oha. Da ist noch eine Ecke. Da waren wir schon. Waren wir hier überall schon?
Könnte sein, dass wir hier schon waren. War hier das Ende, wo wir eben gerade waren? Boah. Ja, hier waren wir auch schon. Okay. Kann ja hier nochmal so lunsen. In die Welt lunsen sozusagen, ob es noch tiefer geht. Da hinten ist noch was. Ah, warte mal. Oh, 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 oh. War natürlich eben böse gecheatet. Einfach durch die Welt geflogen. Aber was haben wir denn hier? Grün. F2. Ist das Mithriel? Da müssen wir uns... Da haben wir Platz für Mithriel. Ich will aber nicht die ganzen Kürbisse wegschmeißen. Hier die Morim. Schmeißen wir mal weg. Grünes Gestein. Was könnte das sein? Mithrielerz. Ah, grün ist es. Okay. Haben wir jetzt auch. Okay. War natürlich eben so ein bisschen durch die Welt geflogen. Aber dann können wir uns gleich wieder nach oben begeben. Und dann in der nächsten Folge vielleicht schon wieder was bauen. Total gut. Ah, cool. Also es gibt's auch, aber halt ganz unten. Wir haben jetzt jede Gesteinssorte gefunden. Absolut genial. Das nehmen wir natürlich auch alles mit. Ich weiß noch nicht, wofür es da ist. Es gibt ja einen Rüstungsslot bei Rising World. Und vielleicht kann man sich ja später einmal in diesen Rüstungsslot tatsächlich, ja, Rüstung reinbauen. Und wenn wir dann natürlich eine Rüstung aus Mithril haben, alter Verwalter, dann sind wir die Könige der Welt. Mal sehen, wie viel wir hier zusammenkriegen. Ja, auf jeden Fall die gute Nachricht ist, es geht weiter bei Rising World mit dem Biom. Und auch bei mir hier auf dem Kanal, bei Opa Zerung jetzt auch weiter mit Rising World. Denn auch wenn es jetzt noch lange hin ist, bis das nächste Update kommt, aber ich bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf. 22 Mithrielerz. Jetzt werden wir mal gucken, wenn wir so eine Stelle wegkloppen. 23, tatsächlich. Also auch geringe Spuren von Mithriel bringen uns noch weitere Erfolge. Also weiteres Erz. Es geht noch tiefer nach unten. Alter Schwede. Hier ist wieder Wolfram, glaube ich. War das, ne? Nee, das ist Kobalt. Kobolderz sozusagen. Ja, wir werden wahrscheinlich irgendwann Atomantriebe bauen können. Oder so, keine Ahnung. Hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gefragt, wenn die Leute wissen, wofür man Kobalt genau benötigt. Ist das nicht sogar eine Legierung? Nee, ist ein Erz, ne? Ich glaube, ja. Also auch noch eine Spur von Kobold. Die nehmen wir auch noch mit. Und hier diesen Zapfen nehmen wir auch noch mit. Und dann fliegen wir noch weiter runter. Ich will ganz bis unten hin. Ich will ganz bis unten hin, damit wir es endlich mal abgearbeitet haben. F2. Da ist noch mehr Mithriel. Genial. Ja. Das nehmen wir natürlich auch mit. Kann ich hier landen? Ich will es lieber nicht versuchen. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Deshalb lassen wir lieber das Jetpack eingeschaltet. Liebe Entwickler, so ein Jetpack, das wäre echt eine coole Geschichte. Also in, hinterher im wirklichen Spiel. Ihr könnt das ja auch ruhig mit Erzen, dass man das mit irgendwas antreiben soll, muss. Zum Beispiel mit Kobalt. Aber das wäre echt cool, wenn man das benutzen könnte. Und ganz am Grunde der Erde ist nur noch Kohle. F2. Wir werden gleich nochmal gucken, ob es noch tiefer geht, oder? Was meint ihr? Das gönnen wir uns jetzt. Den Cheat gönnen wir uns jetzt einfach mal. Oder ist das hier schon das Grundgestein? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall eine riesige Kohleader. Und was ist unterm Grundgestein? Kommt dann irgendwann Lava oder so? Ich habe auch schon mal was von Lava gehört. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das hier wirklich gibt. Oder ob das nur eine Illusion ist. Also so ein Jetpack, wo man nicht durch Wände mitfliegen kann natürlich, ne? Dass die Wände immer noch als Barriere da bleiben, man aber sozusagen mit dem Ding rumfliegen kann. Das wäre richtig cool, wenn man das dann in den Rüstungsslot packen könnte, anstelle meinetwegen einer Rüstung, dass man ein bisschen schlechter gerüstet ist, aber mit verbrauchbaren Antriebsstoffen sozusagen durch die Gegend fliegen kann. Das wäre sehr, sehr nice. Nice, er hat nice gesagt. Ja, hat er. Das wäre schon echt richtig gut. Ich glaube, die Folge ist auch schon gleich wieder rum. Und wir wollen aber noch gucken, ob es noch weiter runter geht, ne? Hier glaube ich nicht. Dafür müssen wir gleich nochmal einen Blick durch die Wand werfen. Einen Blick durch die Wand. Von Rising World. Also das wäre sehr cool. Das hat dann auch weniger den Geschmack von Cheaterei. Hier. Hier geht es noch weiter runter. Ich fliege mal hier in die Höhle. So, hier. F2. Hier wären wir niemals hingekommen. Und hier geht's dann nächstes Mal weiter, würde ich sagen. Wir gucken jetzt hier noch ein Stück zurück. Hier ist noch Kohle. Oh, hier geht's noch tiefer. Da ist noch mehr Mithril. In der nächsten Folge werden wir diese Höhle weiter erkunden. Und da ist noch Gold. Das nehmen wir natürlich auch noch mit.
Also beim nächsten Mal bei Rising World, bis zum Grund der Erde.